Kötzchen! Bruder! Hey, what are you doing? I'm not doing. It's your boy Skinny P. Und die Katze. Willkommen zum heutigen Video, meine Damen und Herren. Zuallererst sei gesagt, jetzt ist gerade Livestream. Ihr wisst ja, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Heute ist Dienstag, jetzt ist 18 Uhr. Bam! Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Livestream! Manchmal mit der Katze, manchmal ohne die Katze. Es kommt ganz drauf an, was sie so vorhat. Gell, Kätzchen, hä? Was machst du gerade? Chillst du eher oder, Guck mal, dreh dich doch mal zum Publikum um, bitte. So. Sie ist nicht so gerne im Rampenlicht, wisst ihr? Da, guck mal, da ist die Kim. Ja, zur nächsten Information, der Gewinner des letzten YouTube-Giveaways wurde schon angesagt. Es fragen immer mal wieder welche und ich sage halt jedes Mal, ich sage doch schon in den Giveaway-Videos, dass ich jemanden, also den Gewinner ansage in einem Video. Das heißt, wenn man die Videos komplett schaut, also, ne, dann kriegt man auch mit, wer gewonnen hat. Das heißt, wenn mich jemand fragt, ob ich den Gewinner schon genannt habe, hat er die Videos ja eigentlich gar nicht richtig geguckt und hat somit eigentlich auch keine Antwort auf die Frage verdient. Ja. In den Giveaway-Videos labere ich mir immer den Mund fusselig und muss ja immer das Gleiche sagen, weil immer neue dazukommen, die sonst nicht wissen, wie es geht. Und trotzdem, trotz dessen, dass ich es so genau benenne, scheinen immer noch welche damit sehr große Probleme zu haben. Ich kann aber auch gar nicht großartig was daran ändern an der ganzen Sache, also an meiner Erklärung. Es ist halt so, wie es ist. Man ist aktiv, um dran teilzunehmen. Und nach x Zeit wird ein Gewinner festgestellt und in einem Video genannt. Und dieser jemand schreibt unter dem Video, oh, ich habe gewonnen. Und dann frage ich ihn nach dem Trade-Link und gut ist. So machen wir das schon seit mittlerweile fast 3 Jahren und es läuft super. Also vor allem eben für die feste Community. Auch viele neue verstehen es direkt. Aber es gibt dann doch immer wieder so ein paar Nüsschen, die dann doch wieder... Ja, das nächste Giveaway startet dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen, je nachdem, wie ich dazu komme. Ihr wisst ja, am Donnerstag habe ich noch eine Prüfung und nächste Woche Freitag noch eine. Das heißt, meine Zeit ist etwas eng, so wie schon die letzten, keine Ahnung, 1,5 Monate. Aber dann, wenn die beiden fertig sind, kann ich endlich wieder durchatmen und habe mehr Zeit. Und kann mich auch wieder mehr hier um den Kanal kümmern und ein paar Dinge bringen, die uns halt auch wieder voranbringen. Im Moment läuft die ganze Sache auf Sparflamme. Man hat es wahrscheinlich wieder am Wochenende gemerkt, da habe ich 2 Tage lang nichts hochgeladen. Ja, weil ich halt am Lernen war und weil wir unterwegs waren und so weiter. Freitag ist auch der Stream ausgefallen, dafür haben wir aber am Donnerstag, also vergangenen Donnerstag, 9 Stunden lang gestreamt. Das war ziemlich krass, wir haben um 18 Uhr angefangen und haben bis 3 Uhr morgens gestreamt. Das war ziemlich crikey, aber war auch geil, hat echt Spaß gemacht. Katze, wisst ihr, die geht immer auf meinen anderen Schreibtisch und macht dann da rum. Ich habe da Batterien liegen, ich habe da kleine Kabel liegen und ich ermahne sie wirklich jedes Mal. Aber sie will nicht hören. Kötzchen! Bruder! Hey! Was machst du da? What are you doing? I'm not doing? What are you doing? I'm not doing! Das ist eine böse Katze, eine ganz böse Katze. Ich mache euch weg und schon fängt sie an, wieder rumzuschaffen. Nein. Ihr habt euch auch sehr über dieses Matchmaking-Video gefreut, was mich auch wieder freut, denn es war echt chillig, es aufzunehmen und vor allem ist es halt viel weniger Arbeit in der Bearbeitung wie jetzt ein Mach-Spaß-Video. Das heißt, Matchmaking-Videos werde ich auch wieder in die ganze Queue reinwurschteln. Nur heute habe ich nicht genug Zeit, jetzt ist gleich 4 Uhr. Und wenn ich jetzt ein Matchmaking-Video machen würde, das würde dann trotzdem etwas zu lange dauern. Das wäre dann extrem knapp mit der Fertigstellung bis 18 Uhr und ich sage den Livestream dann da drin an. Es ist schon irgendwie wichtig, dass ich in diesen Videos an den Tagen, also dienstags, donnerstags und freitags, dass ich da am besten immer den Stream ansage. Weil wir dann im Schnitt einfach mehr Leute haben. Zwar auch nicht jedes Mal, weil wie wir alle wissen, ist ein Livestream halt, er ist live. Und wenn man keine Zeit hat, dann hat man halt keine Zeit. Aber ja, ich versuche dennoch zu gucken, dass ich wirklich immer zu diesen Livestreams aufrufe in den Videos. Ist nicht richtig, du, die Cam, jetzt, oder? Ja. Ach ja, ich habe mir meinen Bart etwas gestutzt, bevor es später im Stream dann eskaliert, von wegen, oh, ich bin gerade jetzt am Überlegen, ob ich mich nicht mal wieder umsteile. Gerade dann jetzt für den kommenden Frühling, Sommer, weil es doch etwas warm war unter dem Bart. Mal schauen, ob ich mich da vielleicht etwas davon entferne. Eine letzte Sache habe ich noch, und zwar werde ich immer wieder gefragt, wann ich mal wieder so ein Versuch-nicht-zu-lachen-Video mache, beziehungsweise Reaction-Videos. Also Versuch-nicht-zu-lachen ist ja eigentlich nur ein Reaction-Video. Wir haben es ja in den Streams schon ein paar Mal gemacht und viele fragen speziell wegen solchen Gaming-Clips. Also ich bekomme immer wieder von euch Clips geschickt und da heißt, reagier mal da drauf und hin und her. Diesbezüglich habe ich mir Folgendes überlegt, beziehungsweise hat mir Beryl auch einen guten Tipp gegeben. Wenn wir das im Stream machen, was wir ja manchmal machen, werde ich die ganze Geschichte einfach aufnehmen. Ich kann hier jetzt auf dem Stream-Deck halt auf den Knopf drücken, mit dem ich die Aufnahme starte. Und eigentlich müsste das gesamte System stark genug sein, dass ich streame und gleichzeitig aufnehme. Aber aufnehme in sehr guter Qualität, nicht in der Kack-Stream-Qualität. Das heißt, nicht nur für solche Reaction-Videos ist das dann sehr, sehr vorteilhaft, sondern auch für andere Dinge, wenn wir ein Matchmaking machen und wohl glauben, dass es saugeil wird. Oder wenn jemand dabei ist, so wie letztens mit Lexa, wo ich im Vorfeld schon wusste, egal wie das wird, das werde ich auf YouTube bringen, dann kann ich hier einfach auf den Knopf drücken und wir haben direkt eine Aufnahme. Also da könnt ihr mich auch, wenn ihr wollt, dran erinnern, bei gewissen Dingen,
von wegen, drück mal auf die Aufnahme, bevor du jetzt zum Beispiel ein Case-Opening machst, falls was Dickes kommt oder bevor du jetzt darauf reagierst und hin und her. Denn so haben wir dann wiederum diese Live-Reaction-Videos, die ja dann doch auch recht angesagt sind und wenn wir in Betracht ziehen, dass im Stream ja nur ein sehr kleiner Teil von unserer Community ist, ist es auch nicht schlecht, es eben mit allen teilen zu können, ne? Und dann auch eben in besserer Qualität und nicht in der pixelierten Qualität. Der ganzen Sache kommt noch zugute, dass, wie wir alle wissen, ich ja recht vergesslich bin und auf gewisse Dinge dann immer und immer wieder abfeiern kann. Deswegen, ja, werden wir vielleicht noch das ein oder andere Reaction-Video nachholen. Halt bei Dingen, die ich nicht mehr im Fokus habe. Und möglicherweise werde ich eben auch so neben Twitch auf irgendwas halt mal reagieren oder so. Ab und dann schickt ihr mir echt saukrasse Videos. Also jetzt nicht irgendwelche speziellen Comedy-Videos, wo jemand Wert drauf legt, sondern das sind einfach Ausschnitte von Spielen, die sacklustig sind. Also weil halt irgendwas Blödes passiert und so weiter. Da habe ich alleine auf Twitch, also in Privatchats, eine recht dicke Liste mit anzuguckendem Material, wo einem wirklich die Milch aus der Nase schießt, auch wenn man keine getrunken hat. Natürlich gibt es hier auch wieder einen kleinen Schinerini Bambini. Jetzt nicht zwingend was Rotes hier, aber halt was Kleineres hier unten so aus der Region. Bam, 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 bam. Warum laden die Bilder nicht so schnell, wie ich ziehe? So, irgendwas Schickes, so leggy schmeggy, um hier mit am Start sein zu können. Also bei diesem Video-Giveaway, die mache ich ja eigentlich fast in jedem Video, dass man irgendwas abstauben kann. Ja, muss man einfach in die Kommentare schreiben. Aber nicht irgendwas ultra-kurzes von wegen Hihi, LOL oder Erster oder sowas. Nein, nein, nein. Man fügt zu seinem Kommentar, den man vielleicht schon geschrieben hat, nochmal irgendwo einen Punkt rein. Irgendwo macht ihr einfach nochmal einen extra Punkt in den Kommentar, den ihr schon geschrieben habt oder den ihr jetzt gerade schreibt. Ne? Mein Tag war ziemlich schön und dann, Punkt, war ich noch auf der Toilette oder irgendwie sowas. Aber nicht genau den Satz, ihr Säcke, denkt euch was Eigenes aus, heide nein. Einfach nochmal einen extra Punkt irgendwo reinbaldowern, ja, damit ich genau weiß, aha, das sind die coole Leute, die bis zum Ende gucken. Ja. Darauf kommt's an, Leute, darauf kommt's an. Ja, soweit so gut. Dann hustle ich jetzt mal schnell durch. Ich muss es noch kurz schnibbeln und Nufflode und dann ist ja gleich Livestream. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.